Nette Drohung. Nette Drohung. Würde mir nicht gefallen. So, was haben wir hier? Oh, da hatte einer eine Waffe. Dann habe ich den richtigen erwischt. Glück gehabt, wa? So, wo führt uns die Spur hin? Hier geht's weiter. Was haben wir hier noch? Oh, hier müssen wir, glaube ich, sogar lang, weil da eine Tür war, die uns versperrt wurde. Ja. Genug geklappert. So, dann gehen wir mal weiter. Ist das schon kein Geheimnis? Man musste mich jetzt scannen. Zwei Personen, eine Stimme kann man machen. Was? Zum. Oh mein Gott. Ich hab grad ein bisschen Angst. Was ist denn das für eine kranke Scheiße? Diese Schranke enthält die Schusswaffen der Wachen, die nur im Fall eines Ausbruchs benutzt werden. Kann die Musik mal aufhören? Was ist das für eine kranke Geschichte hier? Okay, so lang ist es. Green Mile, wow. Halt, halt, du musst dein Baby helfen. Ich interessiere mich wirklich nicht für ein paar Blumen, Ivy. Sie haben Schmerzen und rufen um Hilfe. Bleib, wo du bist. Es fehlt noch, dass du frei herum. Shit. Arme Kinder, ich rette euch. Das ist Ivy, verdammt nochmal. Fuck, die gibt's auch hier. Na, die Botanikerin Pamela Isley, aufgrund eines misslungenen Experiments zu einer menschlichen Pflanze mutiert, fließt in ihren Adern Chlorophyll. Sie ist in der Lage, durch bloße Berührung ein tödliches Gift zu übertragen und unterwirft ihre Opfer mithilfe verschiedener Pheromone ihrem Willen. Seit sie ihrer menschlichen Seite den Rücken kehrte und sich mehr und mehr mit der Natur identifiziert, sind ihre Verbrechen vor allem ökologisch motiviert. Dadurch gerät sie zwangsläufig immer wieder in Konflikt mit Batman, der sich ihren Verführungskünsten dank seines eisernen Willens bisher allerdings stets entziehen konnte. Kranker Scheiß. Dass die hier auch auftritt. Meine oh mein Gott. Ja, du mir bloß auf, The Green Mile, ja, ja. Ist klar, ne? Scheiße. Okay, krass. Dass wir immer noch Orte finden, an denen wir noch gar nicht waren. Ich bin hier oben! Was? Da oben ist er gefesselt. Bitte, ist da jemand? Hilfe! Was ist denn hier los? Deine Leistung ist schlechter als ich dachte. Hey, ich habe was gefunden. Tempo schlägst du mich nie. Hilfe! Clayface. Oh ja. Carlo war ursprünglich Schauspieler in Horrorfilmen, verlor jedoch den Verstand, als er erfuhr, dass einer seiner größten Erfolge mit einem anderen Schauspieler neu verfilmt werden sollte. Er schlüpfte daraufhin in die Maske des Filmschurken Clayface und tötete mehrere Mitglieder der Crew, die an dem Remake arbeitete, bevor er von Batman und Robin aufgehalten wurde. Später schloss er sich dem Mud Pack an, einer Gruppe von Gestaltswandlern, die den Namen Clayface benutzten. Die Gruppe wurde besiegt, aber Carlo überlistete seine Verbündeten
injizierte sich ihre Essenz und erlangte übermenschliche Fähigkeiten. Als Gestandwandler kann er Gegner durch eine Berührung in Protoplasma schmelzen. Ferner kann er die Fähigkeiten von Helden oder Schurken imitieren, die er kopiert. Ach, ist nicht wahr. Du musst mich aus der Zelle rausbringen. Ich bin's, Cash. Ich werde da draußen gebraucht. Ich kann dir helfen. Helft mir! Versteht ihr? Hätte ich das jetzt nicht gescannt, hätten wir wirklich gedacht, shit, Cash wurde gefangen. Oh mein Hilfe. Gott. Aber Arschlecken, das ist nicht Cash, das ist Clayface. Na klar. Oh Mann. Raffiniert. Ich bin hier oben. Ja, ist ja gut. Harley, Sie müssen mir helfen. Ivy? Mann, du siehst vielleicht finster aus. Vielleicht kann ich dir heimlich Shampoo besorgen. Die Pflanzen, kannst du sie nicht hören? Sie rufen mich in ihrem Todeskampf. Ja, aber dafür habe ich gar keine Zeit. Bitte lass mich raus. Sie sterben ohne mich. Na, ich weiß nicht. Du bist nicht auf Mr. J's Partyliste. Naja. Oh, bitte. Ach, egal. Ich mache eine Ausnahme. Nein. Sich so viel besser. Na toll. Sie ist ein gutes Kind. Ich könnte diesen beiden den ganzen Tag zuschauen. Was für ein Krawall. Und apropos Krawall, hier ist ein bisschen Aufruhr, den ich nur für dich organisiert habe. Oh mein Gott. Schneid mich los. Na, dankeschön. Er hat die Sicherheitskontrollschaltung unter seiner Kontrolle. Ich habe den Sequenzgenerator, aber ohne die Netzstation in meinem Büro ist er nutzlos. Deine Netzstation wurde zerstört. Gib mir den Sequenzer. Was? Oh, ja, natürlich. Es hat keinen Sinn. Mit dem halben Code kann man nichts machen. Wir sind hier gefangen. Kryptografischer Sequenzer benutzt Ultraschallfrequenzen, um Sicherheitssysteme kurz zu schließen. Okay, das ist neu. Es gibt immer einen Ausweg. Immer. Okay. Huch. Mit links vorbereiten. Dann ein Ziel finden, wie zum Beispiel das hier. Aha, so geht das also. Mit links und rechts irgendwie wackeln. Bis man es hat. Bleiben Sie hier. Schließen Sie das Tor, wenn ich gehe. Gute Idee. Ihnen darf keiner meines Kalibers in die Hände. Ja, guck mal. Bring mich hier raus! Du hast den Falschen gerettet. Das ist ein Betrüger. Du weißt, wie viele Freaks hier rumlaufen. Sehr raffiniert, Clayface, aber nicht mit mir. Geil, geil. Da oben ist da noch irgendjemand. Hallo. Okay, du bist irgendein Freak. Mit dem möchte ich irgendwie nicht so viel zu tun. Au, das kann man doch bestimmt scannen, oder? Wie nicht? Dann kann ich das jetzt hier kaputt machen mit Hilfe des. Aber will ich damit überhaupt die Tür aufmachen? Es geht recht fix, wenn man weiß, wie es geht. Ah, natürlich nur für eine Riddler-Trophäe. Gut. Intensivbehandlung, extrem, aha. Herausforderung freigeschalten. So, wir müssen jetzt... Die Titanproduktionsstätte in den botanischen Gärten zerstören.
Okay, alles klar. Das dürfte jetzt eh interessant werden mit den ganzen Gegnern erstmal. Der hat doch hier die Dinger geöffnet. Wo sind die hin? Laufen die jetzt einfach nur frei rum oder wie? Wow. Der denn her? Was bist du denn für ein Freak? So, bleib in deiner Zelle, Alter. Oh, guck mal, was ich hier gefunden habe. Na, wenn sich da mal keine Riddler-Statue verbirgt. Na, aber hallo. Oh. Ich sollte hier nicht lang. Okay. Hier haben wir irgendwas mit Leitung. Wo sind denn die Gegner? Überraschung. Oh. Harley. Weißt du, Batman, ich habe immer ein Knistern zwischen uns gespürt. Nun, jetzt ist es da. Ich weiß, ich weiß. Du bist schockiert. Komm und hol mich, Batman. Ich fordere dich heraus. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Nimm Harley Quinn fest. Warum holst du dir nicht einfach eine Waffe und erschießt die blöde Fledermaus? Nein, nein, nein. Ihr holt euch nicht die Waffe und vergiss es. Ist es jetzt echt soweit, der Kampf gegen Harley Quinn? Batman hat sich umgebracht. Ich hab mir gar nichts. Oh ja, das war's bestimmt auch. Das ist nicht fair, Bat-Hill. Ach, noch mehr? Mensch. Genau, erstmal den Typen da erledigen, der zu diesen scheiß Waffendingern will. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Hat das wehgetan, Batman? Ich hoffe es. Shit. Geht's wieder zu? Nein, es bleibt offen. Dann haben wir vielleicht ein Problem, aber nur vielleicht. Oh, shit, da drüben auch. Hütet euch vor den Fäusten. Oh, oh. Oh, es wird... Es wird ernst. Okay, solange die so langsam bleiben. Vergiss es. Bam. War es so leicht, wie es aussah? Naja, es wird nicht so leicht sein, mich zu schnappen. Verdammt. Okay, dann wollen wir noch mal schauen. Ach so, ich darf mich hier im Boden gar nicht mehr aufhalten. Shit. Wo ist sie denn jetzt lang? Da lang? Dann werde ich doch bestimmt irgendwas kaputt machen müssen. Oder hacken müssen oder sonst irgendwas. Da sehe ich es doch schon. Können wir das von hier aus tun? Irgendwie nicht. Das ist doch schlecht. Gibt's da unten eine Stelle, wo ich hin kann? Dann muss ich wahrscheinlich in die Zelle rein. Na, das muss doch bei dem Ding hier gehen, oder nicht? Scheiße, dann habe ich hier nur wenig Zeit, kann das sein? Fuck. Fuck. Komm! Scheiße, ich muss aufhören. Oh,
Fuck, ey. Schau mal, wie knapp das war. Ich hatte es gerade fast. Scheiße, lädt sich die Gesundheit eigentlich nochmal auf? Wenn nicht, habe ich jetzt ein Problem. Verdammt, der hat nicht so eine lange Reichweite. Boah, wenn ich dann den ganzen Kampf nochmal machen muss, habe ich ja nicht so Lust drauf. Scheiße, ich hätte es fast gehabt. Ja, ich werde wahrscheinlich keine andere Wahl haben, ne? Ich dachte, du würdest länger durchhalten. Bitte sag mir, dass nach dem Kampf ein Speicher, also ein Checkpoint war. Natürlich nicht. Fuck. Überraschung! Finde ich nicht okay, Harley. Finde ich nicht okay. Warum holst du dir nicht einfach eine Waffe und erschießt die blöde Fledermaus? Ach, geh doch da weg. Willst du was davon? Oh Mann, ey. Hat er sie jetzt schon rausgeholt? Nee, das nicht. Er bewegt sich noch. Schlag ihn nochmal. Boah, muss man immer links, rechts laufen. Scheiße, jetzt hat er eine. So, gleich hier aufhalten, damit die gar nicht erst auf die Idee kommen, hier überhaupt mit den Waffen zu gehen. Genau. Boah, alles schön erwischt, sehr geil. Hier geblieben. Der einzige Nachteil, der wird schon wieder kaum Energie. Oh Mann. Vielleicht habe ich hier irgendwas übersehen. Vielleicht gibt es ja noch einen anderen Weg für mich. Hier könnte ich vielleicht noch was hacken.